haben Abschussfreigabe. Hallo liebe UTC-Freunde, willkommen im neuen Video des UTC-Glanz. Und Dankeschön mal schon im Voraus für euch, dass ihr uns die Treue haltet und für unseren Kanal entschieden habt. Nun, wie ich schon im letzten Video erwähnt habe, wollten wir ja ein Video über Swashen machen. Und da haben sich viele Clans gemeldet und sie meinten ja, wir können nicht rushen und sie würden gern mal ein One-in-One gegen uns machen. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns hier für die Map Nuketown entschieden. Und der Clan, der gegen uns spielen wollte, einer von den Clans, ist hier der Gamer-Clan mit dem Spieler Predator. AS Predator und die Jungs meinten, die wären sehr gut und sie wollen uns mal den Arsch versohlen, weil sie was gegen Camper haben. Und das haben wir gemacht. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben frei für alle, one in one. Mein Co-Leader, der UTC Stampf, hier hat sich freiwillig gemeldet und ja, dann haben sie sich auf Nuketown eben getroffen und gegeneinander gespielt. Wie gesagt, die meisten Gamer meinen ja, wir können nicht rushen und hier könnt ihr sehen, dass es nicht so ist. Natürlich kann man nicht wahllos in die Gegner reinlaufen, das ist auch klar, aber es wird jetzt hier nicht nur die ganze Zeit an die Ecken gewartet, es wird hier einfach gespielt. Natürlich muss man da um die Ecken vorsichtig sein. Und wie ihr sehen könnt, sind die Jungs gut dabei. Am Ende des Spiels werden wir das Ergebnis sehen. Ich will jetzt soweit nichts verraten. Ihr könnt es euch selbst anschauen und selbst ein Bild davon machen, wie das Spiel war. Zu den Clans, die gegen uns spielen wollen, natürlich melden sich täglich bei uns Leuten. Oh, bitte, wir wollen gegen euch spielen, wir wollen gegen euch spielen. Leute, ich muss euch sagen, ihr müsst euch hinten anstellen, weil es gibt tausende Anfragen. Wir können nicht alle Clans jetzt annehmen, alle Clan Wars. Aber wir werden versuchen, alle zwei Tage mal ein Clan War zu machen, soweit ich die Leute zusammenbekomme. Und wir werden das dann auch auf YouTube hochladen und dann könnt ihr euch das hier alle anschauen. Und wie gesagt, für die Leute, die sich dafür interessieren und sich das Ganze angucken bei uns auf dem Kanal, vielen Dank nochmal auch an die Abonnenten. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Abonnenten mehr, vielen Dank. Und ja, hier der Spieler Predator hat nicht recht glauben können, dass wir uns für sie entschieden haben. Und haben wir aber, Predator, schöne Gruß nochmal an dir. Auch wenn du uns nach dem Game natürlich beleidigt hast. Ich bin dir auch nicht böse, das ist bei uns ganz normal, dass die Gamer, die gegen uns spielen, uns dann auch beleidigen nach dem Spiel. Das ist alles für uns Fanpost und ich bin ja auch nicht sauer und wie du siehst, habe ich den Game hochgeladen auf YouTube und es hat alles seine Richtigkeit. In Zukunft werden wir natürlich noch viel mehr Videos auf YouTube hochladen, auch welche natürlich über Swashen, aber die meisten werden über Clan Wars sein. Clans, die gegen uns spielen. Und da könnt ihr natürlich dabei sein und euch das anschauen. Wundert euch bitte nicht über die Musik der Videos, die ich da reingebracht habe. Die Musik ist von YouTube vorgegeben und ich wollte da jetzt nicht eine andere Musik da reinmachen. Ich habe aber gehört, dass man unsere eigene Musik auch da reinbringen kann in den Videos. Und ein paar Gamer des UTC-Clans, die erstellen selbst Musik her.
Und es kann sein, dass wir dann unsere eigene Musik zu den Videos in Zukunft machen werden. Und schon mal im Voraus, dieses Spiel hier ist sehr hoch ausgegangen. Für wen sage ich nicht, das könnt ihr euch ja dann anschauen beim Endergebnis. Ist ziemlich hoch ausgegangen. Und natürlich ist es immer ein Zugspiel. Wo ist der Gegner? Wie kann ich vorgehen? Was für Ausrüstung nehme ich mit? Und ja, so sieht es bei uns aus, wenn wir ein One-in-One gegen einen anderen Clan machen. Und der UTC-Stampfi zeigt hier, wie wir da vorgehen. Und zwar ist es nicht gut, da einfach reinzulaufen. Man sollte schon in die Ecken gucken, aber das wisst ihr selber. Ja. Und ich denke, er macht es ziemlich gut. Stampfi ist einer unserer besten Spieler, den wir haben. Ich habe mich auch schon ein paar Mal bei ihm bedankt. Und wie gesagt, wir werden noch sehr, sehr oft Spiele machen. Aber wir stehen eher auf 6 gegen 6. Da können die Clans sich auch beweisen und nicht nur bei 1 gegen 1. 1 gegen 1 ist ziemlich spannend, aber da kann wie gesagt nur ein Spieler mitmachen und die anderen müssen alle zuschauen, wie wir es jetzt gerade tun. Und wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Clan War und wir werden auch versuchen, so viele Clan Wars wie möglich zu machen und auch anzunehmen, wenn wir herausgefordert werden. Aber bitte erwartet nicht, dass wir jeden annehmen. Ja. Wir werden so viele machen, wie es nur geht. Und das werden wir dann auch bei YouTube hochladen. Und ich hoffe, ihr könnt dann dabei sein und euch diese Geschichte angucken. Und ich hoffe, ihr könnt hier auch hier sehen, dass wir nicht nur in die Ecke hocken können, auch wenn der Stampfi ab und zu schaut, wo der Gegner sein könnte, ja. Aber das gehört auch zum 1 gegen 1 dazu, dass man vorsichtig um die Ecken geht und auch mal kurz schaut, wo kommt der her, wo könnte er sein. Und alles andere ist Reaktion. Wobei ich sagen muss, das mit der Reaktion ist natürlich so eine Sache. Das hat auch viel mit der Leitung zu tun. Und nicht alle Gamer bei uns haben eine gute Leitung. Und das kann man auch nicht von jedem Gegner oder von unseren Leuten verlangen, dass sie jetzt eine hunderttausende Leitung haben. Ich kann es aber empfehlen. Ich selbst habe mir auch schon eine bestellt und ich kann es empfehlen, eine hunderttausende Leitung zu holen. Ich möchte keine Werbung machen, aber ich sage schon mal eine Sache voraus. Kabel Deutschland hat zurzeit für 19,99 € eine hunderttausende Leitung zur Verfügung. Und die habe ich mir auch bestellt und ich hoffe, dass die demnächst das installieren und dann kann ich auch mal mit einer hunderttausender Leitung spielen. Wie das sein wird, weiß ich nicht. Das müssen wir uns dann erstmal anschauen und ich werde es ausprobieren und dann kann ich euch das auch berichten, wie das ist. Ja, der Stampfi geht ganz schön ab hier. Der Junge hat es drauf einfach. Wie ich schon sagte, das ist einer unserer besten Spiele, den wir haben. Und das Ziel des UTC-Clans ist nicht einfach in Deutschland der bekannteste Clan Deutschlands zu werden. Das sind wir fast schon, ja. Viele Gamer kennen uns schon. Natürlich nur als Camper-Clan. Das macht nichts. Sollen sie denken, sollen sie glauben. Irgendwann werden sie merken, dass Campen eine legitime Strategie ist. Und wie ich gesagt habe, ich werde euch das Ergebnis einblenden und hier ist es schon, ja.
30:9 hat Stampfi gewonnen. Vielen Dank nochmal, Stampfi, dass du dir die Mühe gemacht hast und die Zeit genommen hast. Vielen Dank an dich und euch danke ich fürs Zuschauen. Und bis das nächste Mal, euer UTC-General.